Herzlich willkommen. Unsere Reihe heißt Das Bild und seine Geschichte. Darin zeigen wir unbekannte Fotos von Friedrich Ebert, aber auch bekannte. Und welches ist wohl das bekannteste? Ich darf es Ihnen heute vorstellen. Mein Name ist Walter Mühlhausen. Ich bin Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte. Und ich möchte Ihnen nun ein Foto von Friedrich Ebert vorstellen, das zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat. Sie wissen es, es ist das berühmte Badehosenbild von Friedrich Ebert hier mit Gustav Noske aus dem Jahre 1919. Zur Entstehungsgeschichte. Im Juli 1919 besucht Friedrich Ebert gemeinsam mit Gustav Noske, dem Reichswehrminister, ein Kindererholungsheim an der Ostsee. Man lümmelt sich dort oben im Sand, noch im Anzug. Dann kommt jemand auf die Idee, wir könnten auch baden gehen. Badehose hat man nicht dabei, also zieht man eine Badehose der Reichswehr an und taucht dann in die Fluten ein. Vorbei kommt ein Strandfotograf, er macht das Foto, stellt es in seinem Fotoatelier aus. Ein Berliner kommt vorbei, kauft dieses Foto und spielt es der Presse zu. Soweit, so gut. Aber es wird veröffentlicht. Es wird veröffentlicht und es ist in jedem Schulbuch, fast jedem Schulbuch enthalten. Dieses Bild in der Berliner Illustrierten Zeitung, der Ausgabe vom 24. August 1919. Diese Zeitung kommt aber schon am 21. August 1919 in Weimar zur Verteilung. In Weimar, wo man sich vor dem Theater der Nationalversammlung eingefunden hat, um die Vereidigung Friedrich Ebert vorzunehmen als Reichspräsident. Da kommt es zur Verteilung, also drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Daraus wurde dann ein Element der Verunglimpfung des Reichspräsidenten. Für uns heute kaum mehr vorstellbar. Ein Politiker in Badehose, was ist das schon? Für die damalige Zeit nicht, denn die einfache Badehose galt zu der Zeit nicht als ein adäquates Bekleidungsstück für den Mann und schon gar nicht für den obersten Repräsentanten der jungen Republik. Für die Republikgegner war es dann ein leichtes, dieses Foto als ein Element der Verunglimpfung zu nehmen. So sehen wir hier auch die Postkarte. Eine Postkarte von einem rechtsradikalen Verlag aufgelegt. Wir sehen dort das Bild von Friedrich Ebert und Noske in Badehosen. Wir sehen aber auch oben drüber Kaiser Wilhelm II. In Prunkuniform. Unten der kaiserliche Feldmarschall Paul von Hindenburg. Überschrieben ist das Ganze mit Einst und Jetzt. Die Aussage liegt doch klar auf der Hand. Einst, das waren wir Glanz und Gloria in Uniform mit Wilhelm II. Als Kaiser und Paul von Hindenburg als glorreichen Feldherrn. Jetzt, das sind wir, die Republik, nackt und würdelos, repräsentiert durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske. Dieses Bild wird, so hat der Schriftsteller Josef Roth einmal geschrieben, das pöbelsthafteste Argument gegen die Republik. Und das war es. Dieses Badebild wurde oftmals verwandt und verfremdet, um die Verleumdungskampagne gegen Friedrich Ebert zu munitionieren.